Hallo meine Lieben, im Sollspiel-Coyote. Heute haben wir vier Sword and Shield Booster Packs, die wir öffnen. Direkt mal ein Art Set. Und das ist ein neues Format, das ich ausprobieren möchte. Und zwar werde ich da jeweils ein Art Set oder irgendwelche Produkte hier auf diesem Kanal öffnen und gleichzeitig das, was wir hier drinnen haben werden, einem glücklichen oder einer glücklichen Patreon ja, zusenden. Und das ist jetzt, sag mal, so ein Test, ob das Sinn macht oder ob ihr Bock drauf habt. Und ich freue mich da natürlich, wenn das Feedback gut ist. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Das sind jetzt Sword and Shield Booster Packs. Hier, wenn wir wirklich Glück haben, haben wir den Gold oder die goldene Version von Zamazenta und Zacian. Habe ich es hoffentlich richtig gesagt? Ich bin jetzt nicht so krass in Sword and Shield drin und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal das erste Booster auf, ohne groß um den heißen Brei rumzureden. Ich habe schon sehr lange nicht mehr Pokémon Booster aufgemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt schon wirklich wieder mal Premiere. Ich will ja eigentlich in der Regel immer relativ schön aufmachen, aber ich glaube, ich schaffe das jetzt hier eh nicht. Ja, komm, doch, ich schaff's. So, ich mache das immer sehr gerne schön auf, damit ich da auch einfach ja, die Karten, also nicht die Karten, die Booster Packs gerne behalten kann. Ich behalte immer gerne ein Artset von. Ich mache jetzt auch nicht den Karten Trick, meine Freunde. Und ich will gerade schauen, wie das mit dem mit der Codekarte ist. Okay, die Codekarte, die ist so drauf. Die Codekarte nehmen wir direkt auch mal weg. Die zeige ich gar nicht erst, weil die möchte ich natürlich auch mitgeben, weil die Codekarte ist natürlich auch was wert. Chinchu, oh mein Gott, das sind ja englische Booster Packs. Ich habe eigentlich nur englische Pokémon-Karten. Das finde ich sehr spannend. Ich kenne da teilweise die englischen Namen gar nicht. Ein Krabby, oh, sehr schön. Sehr, sehr, sehr cool. Ein Minchino, oh Gott, die englischen Namen. Ich hoffe, ich sage die Namen richtig. Oh, ein Galaponita. Das ist eines tatsächlich meiner Lieblings-Pokémon in der Gala-Version. Das sieht mega schön aus. Ich meine, schaut euch mal das Artwork an. Wirklich super, super schön. Und wie gesagt, die Karten bekommt ein oder ein glücklicher, eine oder ein glücklicher Patreon. Ein Cottonee, hoffentlich sagt man das so. Ein Reverse Foil Roselia. Und ein Cyndrance in Rare, das Ganze. Viele Leute haben mich auch gefragt, wie findet man Rares raus bei Pokémon? Das sieht man hier ganz gut, einfach indem man diesen Stern hier sieht, meine Freunde. Das sind Rares. Tun wir die Rare mal auf die Seite. Eine Stahlenergie, not bad. Sehr, sehr schön. Ein Rhydon haben wir. Ein Big Charm. Und zum Schluss ein Twocky. Das ist eines der neuen Starter-Pokémon. Ja, jetzt haben wir richtig lang gehabt für einen Booster. Ich lasse mir hier Zeit. Hoffe natürlich, dass ihr da auch ein bisschen Bock auf das habt. Und ich versuche das wieder schön aufzumachen. Okay, das mal hat es nicht geklappt. Aber dann machen wir es halt nicht so schön auf. Okay, dann können wir es auch so aufmachen. Und wir sehen jetzt schon das Zickzacks. Und auch hier wieder die Codekarte. Hauen wir die einfach mal rüber. Und schauen wir uns das mal an. Ein galarisches oder ein Galarien-Zigzagoon. Sehr schön. Ein Gossifleur. Ein Silikobra. Ein Jamper. Ich glaube, es das heißt Voltbolt oder Bolti irgendwas. Das neue Hunde-Pokémon. Nochmal ein Krabby. Ein Vimsgott. Das ist die Weiterentwicklung von diesem Volley-Dingsbums. Und ein Cramorant. Okay. Das ist also die Rare. Dann haben wir eine Fighting Energy. Lucky Egg. Ein Mantine. Und ein Crushing Hammer. Ich glaube, wir müssten vier Karten für den Kartentrick moven. Können wir also in dieser Hinsicht gerne machen. Ich glaube, das Lapras machen wir jetzt und dann nachher zum Schluss das Relax. Jetzt mal schauen, ob wir das hinkriegen. Okay, ich krieg's nicht hin. Ah, egal. Machen wir es halt einfach so auf. Das heißt, wir haben jetzt hier schon mal ein galarisches Ponyta. Dann nehmen wir die Codekarte hier rüber und gleichzeitig 1, 2, 3, 4, glaube ich. Ja. Haben wir die Lamberry? Ein Rare Candy, ein Sonderbonbon. Kennt ihr noch so diesen Cheat, wo ihr im originalen Pokémon da die ganze Zeit unendliche Sonderbonbons haben konntet?
Ein Rabut, krass, das heißt Rabut. Eine Feuerenergie. Die neuen Energien sehen echt mega schön aus, wie so ein Komet. Nochmal ein galarisches Ponyta. Mincino. Ein Sobble, das ist das Starter-Pokémon. Ein Blipbug. Ein Beltony. Oder ba Beltoy, meine Güter, das ist doch ein Pupeta oder Lepumentas ist die Weiterentwicklung dann. Ein Bisharp. Reverse Foil. Und ein Regirock V tatsächlich. Und ich merke gerade, ich bin so gut vorbereitet, ich habe nicht mal. Ja, wie soll ich sagen? Ich habe nicht mal. Ja, Foils. Und da bin ich wieder weg mit Penny Sleeves. Denn Penny Sleeves sind, wie ihr schon im letzten Video gesehen habt, die besten Sleeves. Und da hauen wir die gleich rein. Viele haben mich so gefragt, wieso Penny Sleeves? Das sind doch solche billigen Sleeves. Und ja, weil die einfach die Karten nicht kaputt machen. Regirock V haben wir am Start. Also der Patron, der die Karten bekommt. Good luck. Ja, machen wir das letzte Booster auf. Boah, ich schwöre. Also Yu-Gi-Oh! Booster gehen viel einfacher auf, das weiß ich, weil da habe ich letztens auch welche geöffnet. Das ist wirklich wild, ne? Muss ich ehrlich so zugeben. Machen wir mal die Codekarte hier wieder rüber. 1, 2, 3, 4. Hoffentlich habe ich das jetzt richtig gemacht. Und dann haben wir eine Aurora-Energie. Wieder eine Lumberry. Ein Rabut. Und eine Unlicht-Energie, also eine Finsternis-Energie. Ein Sinistee. Ich glaube, die Weiterentwicklung ist Mortipod oder so. Maracactus. Ein Pikachu. Boah, schaut euch mal das Artwork an. Das sieht so hübsch aus. Also, ich finde, das sieht so schön aus. Tut mir leid. Aber die Pokémon-Karten haben echt Style. Ein Galarian Mauzi oder Meowth. Weiß nicht, wie man das ausspricht. Ein Sizzlipede. Ein Jamper in Reverse Foil. Und ein Koperja. Foil, also Holo, sind wir ganz gut. So im Regenbogen-Style. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so die Pokémon-Karten gefallen mir wirklich. Und sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Also was die Ausbeute tatsächlich ist, ja, man kann es kaum sagen. Wir haben eigentlich im Prinzip wirklich nur eine heftige Ausbeute gehabt. Und zwar das Regirock V, wo sich jetzt einer freuen kann. Leider, ich sehe es gerade hier oben. Ich schaue eben durch die Kamera. Hat die Karte hier schon im Booster? ein Damage, darum sage ich halt auch. Karten aus den Boostern kommen nicht mal immer Mint raus. Das ist das beste Beispiel. Aber dennoch, sehr, sehr coole Sache. Ich hoffe, solche Videos gefallen euch. Und dann kann ich auch mal hier ein paar Produkte zeigen und aufmachen. Und das waren jetzt ein Art Set Sword and Shield. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wie schon gesagt, wenn ihr da auch interessiert seid, da irgendwie partizipieren zu können, der Patreon ist unten verlinkt. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.